32 angebliche Gipfelstürmer aus Unterfranken sind in Richtung Schweiz unterwegs. Der erste Härtetest sind 36 Grad am Genfer See. Der Anblick dieses Panoramas lässt uns aber für einen kurzen Augenblick die Hitze vergessen. Unser Basislager befindet sich nicht in der Schweiz, sondern im Bergdorf Châtel in Frankreich. Die rustikalen Zimmer in unserem Berghotel sind schnell eingenommen, denn das Abendessen wartet bereits auf uns. Haben wir WLAN? Was keiner von uns ahnte, war ein nächtliches Gewitter in unserem Tal. Mächtig viel Regen und noch mehr Donner. Am Morgen begleiten uns auch noch Regen mit Hagel. Keine guten Aussichten. Eigentlich wollen wir nach Chamonix und von dort auf den Mont Blanc. Haben wir Sicht? Nachdem wir den Pass zur Schweiz überquert haben, ändert sich schlagartig das Wetter. Abfahrt im Blick. Das ist ganz wichtig. Am Bahnhof Chamonix hat man den mächtigen Mont Blanc vor Augen, den höchsten Berg der Alpen mit ca. 4800 Metern Höhe. Ist man früh auf den Beinen, gehört man zu den ersten Tagestouristen und kann sich am Ziel frei bewegen. Die Zahnradbahn, die von Chamonix auf den 1913 Meter hohen Mont d'Anguer führt, überwindet dabei auf einer Länge von 5,1 Kilometern einen Höhenunterschied von 871 Metern. Die gemütliche Fahrt mit der betagten Zahnradbahn beginnt gleich hinter dem Bahnhof von Chamonix und dauert eine knappe halbe Stunde. Blick auf Chamonix. Die Aussicht über das Gletschermeer ist noch immer überwältigend, auch wenn sich der Gletscher seit dem Bau der Bahn im Jahr 1909 schon mehrere hundert Meter, und zwar in der Höhe, zurückgezogen hat. Von der Bergstation aus hat man die Möglichkeit, mit einer kleinen Gondelbahn, die im Fahrpreis inbegriffen ist, hinunter in die Nähe des Gletschers zu fahren. Von dort aus führt ein Treppenweg, ca. 540 Stufen, zur Eishöhle. Das hätten wir gerne unternommen, doch die Hitze ist so groß, schließlich muss man die Treppen auch wieder nach oben laufen. Die Eishöhle ist vermutlich der letzte klägliche Rest eines einst stolzen Gletschers. Leider ist auch dieser Gletscher, wie praktisch alle alpinen Gletscher, im Begriff zu verschwinden. Dennoch immer noch ein grandioser Anblick. Von einem Gletschermeer kann hier wirklich nicht mehr die Rede sein. Im Bahnhof entdecken wir noch einige Fotos, wie es vor ca. 100 Jahren ausgeschaut hat. Ohne Worte. Der rote Zug mit zwei Wagen,
und dem Komfort unendlich harter Holzbänke bringt uns wieder nach Chamonix zurück. Hier haben wir leider nur 1 Stunde und 30 Minuten Zeit, um diesen gemütlichen kleinen Ort zu bestaunen. Chamonix liegt am Fuße des Mont Blanc und ist nicht nur ein bekannter Skiort. Das ganze Jahr über kann man hier seinen Urlaub verbringen. Es verkehren Seilbahnen zu verschiedenen Gipfeln in der Umgebung. Wir beschließen, in einem urgemütlichen Lokal eine Pause einzulegen und dem Trubel in den Straßen zuzuschauen. Gleich neben dem Café Josephine, am zentralen Platz von Chamonix, stehen die Statuen zweier Bergsteiger mit Blick auf den Mont Blanc. Die Erstbesteigung erfolgte im August 1786. Der entscheidende Schritt im Beginn des Alpinismus war somit getan. Wer denkt, dass der Tag nun vorbei ist, liegt völlig falsch. Es geht nach Martigny. Wir sind 1 Stunde zu spät und Lothar, unser Guide, hat große Mühe, den Chef des Hauses zur Degustation zu überreden. Die Kostprobe des Sirups kam bei uns allerdings nicht so gut an. Wir verkosten in der Brennerei den Geist verschiedener Früchte. Es gibt viel zu probieren. Was möchten Sie gerne trinken? Einen guten Tropfen, bitte. Den Job als Mundschenk ist Klaus gleich los, als der Chef des Hauses kommt. So geht das nicht. Hier gibt es keine Selbstbedienung. Nach der Degustation verdauen wir die Willis im Innenhof. Am Abend sind wir dann wieder im Hotel. Auf einem Felsen am Ufer des Genfersees liegt das ca. 1000 Jahre alte Schloss Chillon. Die Wasserburg ist das meistbesuchte historische Gebäude der Schweiz. Fast 4 Jahrhunderte lang war Chillon Wohnsitz der Grafen von Savoyen. Nun ist sie im Besitz des Kantons Waadt. Über 400.000 Besucher besichtigen pro Jahr Chillon. Die gesamte Anlage besteht aus 25 Gebäuden und 3 Höfen, die von 2 Ringmauern geschützt sind. Von den überdachten Brüstungen hat man öfters einen Blick auf den Genfersee. Leider verstecken sich die Bergketten heute in den Wolken. Zu sehen sind hier Wandmalereien aus dem 14. Jahrhundert, den unterirdischen Gewölben, Paradesälen und den original erhaltenen Zimmern aus der Zeit der Berner Herrschaft. Vom Wasserschloss sind es ca. 5 Kilometer bis Montreux, unser nächstes Ziel. Unsere kleine Wanderung beginnt am Marché Couvert zum Ufer des Genfersees. Dort treffen wir auf Freddie Mercury, der hier wohnte und sein letztes Album aufnahm. Gleich daneben steht eine alte englische Telefonzelle. Gewidmet ist diese interessante Installation Claude Nobs, einen Schweizer Kulturmanager. Er war Mitbegründer und langjähriger Leiter des Montreux Jazz Festivals. Montreux ist ein traditioneller Kurort, der zwischen steilen Hügeln am Ufer des Genfersees liegt.
Die Stadt ist bekannt für ihr mildes Mikroklima und das Montreux Jazz Festival im Juli. Jedes Jahr schmücken die Gärtner der Stadt das Ufer mit Pflanzen. Hätten wir Zeit, könnten wir die fast 7 Kilometer lange Uferstraße abwandern. Nach der Wanderung gönnen wir uns ein Gläschen Wein in der Innenstadt. Mit dem Bus geht es nach Vevey und die kleine Zahnradbahn bringt uns in 40 Minuten hinauf zur Bergstation der Plejaden auf 1350 Metern Höhe. Immer wieder öffnen sich Ausblicke über den in der Tiefe entschwindenden Genfer Sees. An der Endstation Le Pléiade angekommen ist es nicht mehr weit bis zum gleichnamigen Gasthof. Im heimeligen Bergchalet kann man einheimische Gerichte kosten. Die Region ist bekannt für ihre berühmten Käsefondues. Brot und Käse war doch eine ziemlich trockene Angelegenheit. Manch einer brauchte danach einen guten Schnaps oder vielleicht auch zwei. Le Pléiade ist der Hausberg von Montreux. Man kann von hier den Blick über das Plateau schweifen lassen. Bestimmt ein wunderschönes Wanderparadies. Zurück mit der Bergbahn nach Bex. Fahren wir senkrecht mit dem Förderkorb in das 400 Jahre alte Salzbergwerk? Natürlich nicht. Wir fahren mit dem Minenzug waagerecht in die Stollen hinein. Keiner wusste wohl so genau, auf was wir uns da eigentlich einlassen. Also B, C, F, G, K, J, K. Sie können auch hier. Gut. Licht am Ende des Tunnels. Endlich wieder draußen aus der Enge des Grubenzuges. Wir sind auf den Spuren der Bergarbeiter, die das weiße Gold der Alpen suchten. Eine unvergessliche Reise ins Herz des Salzberges. Bis heute wird hier noch das Alpensalz abgebaut. Eine Salzlecke. Der Salzgehalt ist höher als der vom Toten Meer. Im Stollen lagern auch eine Menge Gruyère-Käseleibe und hinter Gittern versteckte wahrscheinlich exzellente Weine. Sollten wir hier stecken bleiben, ist für unser Wohl gesorgt. Am Ende unserer Exkursion gibt es eine Brotzeit aus der Bordküche des Busses. Wiener Steak und dazu auch etwas Gutes zu trinken. Es geht wieder zurück. An der Dorfkirche von Châtel verlassen wir den Bus. Da wir oben am Hang wohnen, haben wir nie Gelegenheit, den kleinen alten Dorfkern zu bestaunen. In der untergehenden Sonne schaut die Landschaft sehr malerisch aus.
Die letzten 2 Kilometer geht es nach oben zum Berghotel. Wie immer geht es heute am frühen Morgen los. Bei dieser Reise steht uns der absolute Höhepunkt bevor. Es geht nach Zermatt und zum Matterhorn. Der Bus bringt uns bis nach Tesch, von dort mit dem Pendelzug in circa 15 Minuten nach Zermatt. Die Zahnradbahn bringt uns von Zermatt direkt auf den Gipfel des Gornergrates. Die Fahrt dauert 45 Minuten und überwindet 1500 Höhenmeter. Sie führt auf 9 Kilometern über Brücken, durch Galerien und Tunnels und vorbei an Wäldern, Steinschluchten und Bergseen. Der Gornergrat gehört zu den Orten, die man einmal im Leben besucht haben sollte. Das Bergpanorama und der einmalige Blick auf das Matterhorn bleiben unvergesslich. Das Panorama gilt als eines der schönsten weltweit. Monte-Rosa-Massiv mit dem höchsten Schweizer Berg, der Dufour-Spitze mit Blick auf den zweitgrößten Gletscher der Alpen, dem Gorner-Gletscher, sowie auf 29 weitere Berge, die über 4000 Meter hoch sind. Und alles zum Greifen nah. Das Matterhorn zählt zu den ganz großen Klassikern. Doch so schön der Berg auch ist, so gefährlich ist er auch. Am Ziel auf dem Gornergrat erwartet uns das höchstgelegene Hotel der Schweizer Alpen. Hier gönnen wir uns eine Suppe. Der Höhenunterschied macht uns ebenfalls etwas zu schaffen. Seit Beginn der Aufzeichnungen stürzten hier knapp 600 Bergsteiger in den Tod. Das Matterhorn ist der tödlichste Gipfel weltweit. Ach, hätten wir hier doch mehr Zeit. Wir wären von oben 1-2 Haltestellen nach unten gewandert. Immer das sagenhafte Panorama vor Augen. Zermatt im Schweizer Kanton Wallis ist ein bei Skifahrern, Kletterern und Wanderern beliebter Bergort. Die Stadt liegt auf 1600 Meter Höhe am Fuß des berühmten Matterhorns. In der Hauptstraße Zermatt, der Bahnhofstraße, findet man Boutiquen, Hotels und Restaurants sowie eine rege Après-Ski-Szene. Daneben gibt es öffentliche Bahnen zum Eislaufen, Curling und Eisstockschießen. Zermatt ohne Tourismus? Wohl kaum vorstellbar. Im alten Dorfteil stehen noch rund 30 antike Gebäude, die Zeugen der traditionellen Baukunst sind. Die Stadel und Speicher, zum Teil bis 500 Jahre alt, zeigen, wie die Bergbauern von Zermatt früher gelebt haben. Die erste Besteigung des 4478 Meter hohen Matterhorns gelang dem Engländer Edward Whymper am 14. Juli 1865. Beim Abstieg der Seilschaft stürzten 4 Männer über die Nordwand in den Tod. Wir sind wieder zurück. Die Passstraße, der große St. Bernhard, verbindet die Schweizer Stadt Martigny mit der italienischen Stadt Aosta.
55 Kilometer lang, war die uralte Straße bereits den Römern bekannt. Vielleicht hat hier Hannibal die Alpen überquert, genaueres weiß man nicht. Dass allerdings Karl der Große hier durchzog, scheint gesichert. Die berühmteste Querung des Passes wurde wohl von Napoleon mit Ross und Reitern vorgenommen. Über enge Kehren führt die Straße zur Passhöhe und zum Hospiz der Bernhardinermönche mit ihren Hunden. Gegründet im 11. Jahrhundert haben die Mönche vielen Menschen aus Bergnot geholfen und zahlreiche Menschenleben gerettet. Die italienische Seite beginnt unmittelbar auf der Passhöhe. Der Blick zu den Bergen und hinüber ins Aostatal lohnt sich allemal. Blick auf die Statue des heiligen Bernhards und des Hospizes am großen St. Bernhard-Passes. Noch heute können hier im Hospiz Wanderer verköstigt werden und ein Nachtquartier beziehen. Der Bernhardiner ist der Nationalhund. Der berühmteste Hund war Berry. Er hat insgesamt 40 Menschenleben gerettet. Sein Herrchen konnte er nicht retten. Er starb im Schnee. Von der Passhöhe aus verläuft unsere Abfahrt ins Aostatal anfangs auf enger Straße und engen Kurven. Immer wieder bieten sie schöne Blicke ins Tal. Kehre um Kehre schrauben wir uns nach unten. Wir freuen uns schon jetzt auf einen Espresso oder Cappuccino auf der Piazza. Es ist unschwer zu erkennen, auch hier haben die Römer Spuren hinterlassen. Durch den Augustusbogen geht es direkt in das alte Zentrum von Aosta hinein. An der Kreuzung von Passstraßen gelegen, war Aosta schon immer ein bedeutender strategischer Ort. Ebenfalls ein römisches Erbe sind die alte Stadtmauer mit der Porta Pretoria. Für das alte römische Theater bleibt keine Zeit, denn wie immer haben wir einen straffen Plan. Wir streifen durch die engen Gassen und lassen uns von interessanten Eindrücken leiten. Wer eine Leidenschaft fürs Kochen hat, ist hier an der richtigen Stelle. Überall sieht man Leckereien, die zum Kaufen animieren. Insgeheim ist man schon beim Kochen. Der aus Sizilien stammende getrocknete Oregano und die Steinpilze, die wir hier gekauft haben, sind bereits im Kochtopf. Leider konnten die Tomaten nicht mit. Das alles macht sehr hungrig. Am Anfang haben wir ein kleines Lokal entdeckt. Es ist noch eine Stunde Zeit und da werden wir uns von italienischer Küche und Wein verwöhnen lassen. Dann heißt es Abschied nehmen. Durch den Tunnel Großer St. Bernardo geht es wieder nach Châtel zurück. Am Abend sind wir wieder am Basislager. Mit einem Glas Wein auf der Hotelterrasse beschließen wir den Abend und auch unsere Reise.